Valentina Doronina trennte sich von Kevin kurz vor Boxkampf. Valentina Doronina, 24, ist wieder auf dem Singlemarkt. Das verriet das Reality-Sternchen am Rande von Fame Fighting am 9. November gegenüber Bild: Ich habe mich von Kevin getrennt. Und das nur einen Tag vor ihrem großen Boxkampf gegen Hadi Suarez, wie die Blondine weiter ausplauderte. Das erklärt nun auch, weshalb Wales Ex Kevin Sastzik zwar vor Ort war, jedoch nicht an der Seite der Germany Shore Bekanntheit posierte. Warum die beiden kein Paar mehr sind, hat die 24-Jährige nicht verraten. Sie versicherte lediglich, dass es ihr mit der Trennung voll gut gehe. Liebeskummer und Herzschmerz waren auch während ihres Boxkampfes nicht zu spüren, sie legte einen eindeutigen Sieg gegen ihre Kontrahentin Hardy hin. Über drei Runden lieferten sich die beiden Reality-Sternchen einen spannenden Kampf, in dem Valentina jedoch von Anfang an die Nase vorn hatte. Schließlich überwältigte sie ihre Gegnerin per technischem Knockout. Bobby oder Diogo, ihr bekommt Fame Fighting Champions Gürtel. Der Sieger steht fest, Diogo Sangre, 30, ist der erste offizielle Champion im Fame Fighting. Der Portugiese hat sich im Cruiserweight-Kampf, Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm, gegen seinen Kontrahenten Bobby Combats durchgesetzt. Nachdem die zwei noch zu Beginn versucht hatten, das Ganze taktisch anzugehen, flogen im Laufe der Runden dann doch hin und wieder ein paar Fäuste. In Runde 2 konnte der Forsthaus-Rampensau-Star seinen Gegner dann erstmals zu Boden bringen. Doch K.O. ging Bobby noch lange nicht. Nach einer kurzen Verschnaufpause widmen sich die Boxer Runde 3. Doch auch in dieser Runde gehen sie nicht direkt auf Risiko. Profiboxer Tommy Fury, 25, der bei dem Event als Kommentator dabei ist, fällt ebenfalls auf, dass sowohl Diogo als auch Bobby eher gehemmt agieren. Während die letzten Sekunden auf der Uhr erscheinen, wird es im Boxring dann aber doch noch einmal wild. Diogo zielt einige gute Treffer und bringt seinen Gegner erneut zu Fall. Obwohl sich Bobby noch einmal aufrafft, steht es fest, Diogo hat den Boxkampf für sich entschieden und ist nun stolzer Besitzer des ersten Fame Fighting Champions Gürtels. Sowohl für Diogo als auch für Bobby war der heutige Fame Fighting Boxkampf nicht der erste. Schon im vergangenen Jahr traten die Reality-TV-Bekanntheiten in den Ring. Beiden gewannen ihre jeweiligen Kämpfe durch ein K.O. Diogo stand dabei mit dem Gegner Alexander Petrovic, 33, im Ring, und genau dieser fordert ihn nun zu einer Revanche heraus. Und was sagt Diogo dazu? Der nimmt die Herausforderung an und erklärt sich bereit, erneut gegen den Temptation Island Star anzutreten. Bleibt abzuwarten, ob die zwei es wirklich so weit kommen lassen.